Züge und Fahrzeuge. Ein neuer Tag beginnt. Das kleine blaue Auto ist aufgewacht und verlässt das Parkhaus. Mit einem speziellen Aufzug kann es runterfahren. Noch ein Stück, noch ein Stück. Da wären wir. Noch eine Etage. Jetzt sind wir auf der Straße. Warum haben die Autos denn angehalten? Weil da eine Bahnschranke ist. Und sie ist unten. Das heißt, gleich wird ein Zug kommen. Die Schranke öffnet sich. Autos, ihr könnt weiterfahren. Anhalten, Laster. Die Schranke geht wieder runter. Mal sehen, was für ein Zug dieses Mal kommt. Das ist aber ein langer Zug. Der fährt zum Steinbruch. Warte noch, Laster. Die Schranke ist noch immer unten. Es kommt also noch ein Zug. Das ist ein Schnellzug für Passagiere. Er fährt zur Bahnstation. Jetzt geht die Schranke wieder hoch. Der Schnellzug ist an der Bahnstation angekommen. Alle Fahrgäste beeilen. Und hier ist der schwarze Zug. Weißt du noch, wo er hinfährt? Zum Steinbruch. Hier wird Erz abgebaut. Das Erz wird auf den Waggon geladen. Und in die Fabrik gebracht. Die Schranke öffnet sich wieder. Willkommen in der Priostadt. Das ist die Uhr des Bahnhofes. Es ist kurz vor 8 und viele Menschen gehen jetzt zur Arbeit. Und da kommt auch schon der Zug. Der Flugzeugpilot fährt auch mit dem Zug zur Arbeit. Er muss zum Flughafen. Und schon macht sich der Zug auf den Weg.
Der Zug ist an der ersten Station angekommen. Manche Fahrgäste steigen aus und neue Fahrgäste steigen ein. Und der Zug setzt seine Reise fort. Das ist der Kranführer. Er bedient einen großen Kran und hilft beim Bau eines neuen Parkhauses in der Priostadt. Und auch unser Zugführer macht seine Arbeit. Er fährt den Zug. Der Kranführer benötigt neue Steinblöcke für das Parkhaus. Dieser kleine grüne Zug übernimmt die Lieferung. Der Zug ist beladen und startklar. Die Arbeiten auf der Baustelle kommen gut voran. Was wohl unser Flugzeugpilot macht? Er nimmt den Aufzug zur oberen Bahnstation. Und dieser Zug wird ihn jetzt zum Flughafen bringen. Alle Fahrgäste haben ihre Plätze eingenommen, also kann es weitergehen. Und schon ist der Zug am Flughafen angekommen. Über eine Treppe gelangt der Pilot ins Flugzeug. Und da sind auch schon die Fluggäste. Alle haben ihre Plätze eingenommen. Das Cockpit wird geschlossen und die Leiter entfernt. Jetzt ist das Flugzeug startklar. Und los geht's. Schaut, das Flugzeug fliegt über die Priostadt. Guten Flug! Hallo Freunde! Schaut mal, das ist ein Priostadt-Zug. Zug? Und was ist mit deinen Waggons? Warum stehen die hier so querbeet rum? Hallo Nicole, wir haben kein Gleissystem, auf dem wir fahren können. Deshalb sind wir hier. Das ist kein Problem, denn ich kann für euch ein tolles Gleissystem bauen. Da fällt mir ein, ich habe sogar ein neues Spielzeug. Und zwar die Brio-Schule. Die können wir auch gemeinsam aufbauen. Wow, diese Schule sieht ja toll aus. Los, lass sie uns gleich zusammenbauen. Na dann los, lasst uns eine tolle Schule bauen.
Und jetzt ist das Dach an der Reihe. Ui, die Schule ist aber schön geworden. Können wir jetzt das Gleissystem bauen? So, und hier sind meine Gleise. So, ich denke, hier können wir die Gleisanlage bauen. Na dann los! Hier kommt ein Bahnhof hin. Schaut mal, Freunde, ich habe hier eine Brücke. Und die kommt hier hin. Schaut mal, unsere Gleisanlage ist fast fertig, aber ich finde, der Zug soll auch durch einen Tunnel fahren. So, jetzt muss ich mir überlegen, wo die Schule hinkommen soll. Hier ist ein guter Platz. Freunde, lasst uns auch noch Bäume pflanzen. So, Freunde, unsere Gleisanlage ist fertig. Los, lasst uns den Zug holen gehen. So, jetzt können wir die Waggons an die Lokomotive hängen. So, Zug, jetzt können wir los. Unser Zug ist in den Bahnhof eingefahren. Los, lasst uns endlich in die Schule gehen. Der Zug und seine Waggons sind jetzt in der Schule. Schaut mal, Freunde, ich habe von Prio auch Spielzeug für eine Goldmine. Sollen wir beim nächsten Mal die Mine bauen? Leute, sind alle da? Können wir los? Hallo, Freunde. Seht ihr, die Bauarbeiter sind bereit für ihre Arbeit. Hört ihr das? Da kommt ein Laster. Los, springt auf den Laster. Der wird euch zum Zug bringen. Los, Freunde, beeilt euch.
Na los, wo bleibt ihr denn? Wir kommen. Freunde, wo bleibt denn der Zug? Oh, da kommt ja der Zug. Los, steigt alle ein. Alles aussteigen. Ich bin der Vorarbeiter dieser Baustelle. Und jetzt machen wir den Sicherheitscheck. Schutzhelm ist an. Du hast auch den Helm auf. Prima. Gut, der Helm darf nicht fehlen. Hey, wo ist denn dein Schutzhelm? Ohne Schutzhelm kannst du nicht auf der Baustelle arbeiten. Ich hol schnell einen Helm und komm dann wieder. So, jetzt kann jeder an seinen Arbeitsplatz. So, jetzt habe ich auch einen Helm auf. Prima, dann können wir ja los. Wow, ich habe im Steinbruch Gold gefunden. So, die Waggons sind beladen. Zug, du kannst weiterfahren. Was? Gold? Wir haben Gold gefunden. Was? Wirklich? Sind wir jetzt alle reich? Wow. Was würdest du machen, wenn das dein Gold wäre? Schreib's mir in die Kommentare.
Nicole. Ich habe die Bäume gebracht. Los, bring du die Gleise. Ich habe alles mitgebracht, Pepe. So, los geht's. Lass uns auch eine Brücke bauen. Gute Idee, Pepe. Für unsere Brücke brauchen wir solche gebogenen Teile. Eine Bahnstation. Schaut mal, ich habe hier einen Tunnel. Der kommt hierhin. In diese Ecke bringen wir ein wenig Farbe. An den Baum hängen wir einen Affen. Ich habe noch eine kleine Brücke gefunden. Die kommt hierhin. Hey, wo sind denn meine Waggons? Hier sind sie. Oh, da kommen ja auch schon die Fahrgäste. Wartet auf mich. Die Türen schließen sich. Pepe, schau mal. Wir haben eine ganz tolle Zugstrecke gebaut. Ich finde, der Zug sollte jetzt mal losfahren. Hat die Fahrgäste weggebracht. Und wie viele Fahrgäste sind mitgefahren? Weißt du es? Schreib es uns in die Kommentare. Tschüss, Freunde.